am Platz, dass ihr, ja, dass euch nicht gegenseitig gerade wert jetzt. Basti, schaut schon sehr gut aus. Wie gesagt, wir fangen von unten an. Das Fußgelenk einfach ein bisschen kreisen, das warm wird in den Medien. Rechter Fuß nach außen kreisen. Andere Richtung, bisschen hin und her. Richtungswechsel. Weiter geht's, das obere, das nächste Gelenk, das Hüftgelenk. Hüftkreisen, das kennt glaube jeder. Dann probieren wir mit unseren Fersen den Popo zu rühren. Jetzt ist die WM-Saison, wo wir in Bonn haben, eine Weltmeisterschaft wieder haben. Und da ist es wieder, ja, das Ziel mit rein. Deine Ziele sind ja nicht mehr so klein, muss man sagen, aber du weißt es, du kannst es trotzdem natürlich auch schon dementsprechend vorbereiten. Auch schlau verlegt, wie gesagt. 1A. Ich würde schon, was man erreichen kann. Und so ist es nicht. Also die Ziele sind groß. Was wünschst du jetzt den Kindern, die es so genau sehr gut. Und jetzt so. Bitte anfeuern, komm. Gibt's ihm ein Rezept, was es ist ganz, ganz viel Motivation, die lebt für meinen Sport, die da dagegen ist, dass ich einfach der Beste der Welt sein will. Und das ist eine Mitte, in der ich einfach motiviert sein will und einfach, ja, am Leben, am Sport und mit vielen Freunden, die sind auf der Kinder und dann sieht man da auch das Gleiche. Alles schöne Worte. Herzlichen Dank, Johannes Amara, Weltmeister und das Erwin Slick. Schön aufgezogen und das darf man natürlich auch stolz sein. Liebe Kinder, alles ist hier möglich noch in eurem Leben. Große Sprünge, gut. Alles ist schon wieder gekappert worden. Jawohl. Yeah.
begonnen wird und das dritte auch so begonnen werden, damit wir gleich sind. Und wie gesagt, dazu lange auf der Station, bis ich den Wechsel verkünde. Wir werden auch einen Jingle, den wir haben, das auch ein bisschen, also wir kriegen heute die Orte wechseln zu den nächsten Stationen.